Ich muss über meine Akkus reden. Es gibt Neuigkeiten. Ja, herzlich willkommen zu dem Video. Es ist Ostermontag. Ich bin auf dem Weg nach Lüneburg zum Brunch und dachte, ich fahre mit dem Fahrrad und erzähle euch ein bisschen was über meine Akkus, falls den einen oder anderen das Thema nicht so interessiert. Ich habe unten Sprungmarken, könnt ihr entsprechend auch vorspringen. Alternativ hätte ich mich natürlich auch meine Karre setzen können und eine Stunde gelangweilt auf den Autobahnasphalt starren können. Es soll jetzt kein Tourenvideo geben. Die Strecke, die ich mir jetzt rausgesucht habe, ist auch nicht so schön wie die, die ich mit meinem Sohn gefahren bin. Könnt ihr mal unten in der Beschreibung schauen, habe ich dort verlinkt. Ich wollte nämlich keine Fähre benutzen und fahre südlich der Elbe entlang. Hier sieht man doch schon etwas von dem Elbtower. Es geht so langsam in die Höhe. Ja, erstmal was zur Vorgeschichte. Ich hoffe, ich bleibe beim Thema. Da war gerade eine Brücke, die abgebrochen wurde. Ja, vor ungefähr knapp 3 Jahren, im Jahr 2020, im Juni, da hatte ich das KTM neu gekauft. Und da war halt der Originalakku. Mit dem Originalakku, dem 625er Powertube. Das ist ja ein integrierter, voll integrierter Akku. Man bin hier voll auf der Autobahn. Ja, mit diesem Akku, auch als den einzigen Akku, den ich mit hatte, bin ich dann nach Tübingen gefahren. Strecke, das funktioniert ja ganz gut. Ich musste ein paar Mal nachladen. Aber so spätestens nach 120 Kilometer im Tor und im EMTB-Modus war dann halt auch Schluss. Aber ich habe ja einige Male nachgeladen bei Edeka oder bei Ladestation. Ging ganz gut. Aber wenn es mal gebirgig wurde, musste ich natürlich schon immer etwas kalkulieren. Ich bin jetzt auf der Höhe der Bundhausspitze. Dort teilt sich ja die Elbe in die Süder- und Norderelbe und fließt praktisch um die Insel Wilhelmsburg herum. Die Süderelbe liegt hier hinterm Deich. Ja, so sieht das aus. Da hinten ist der kleine Leuchtturm der Bundhausspitze. Ich fahre aber an der Straße jetzt weiter. Ich wollte es noch mal kurz zeigen. Ich hoffe, das ist okay. Das ist ja etwas off-topic jetzt zum Thema Akkus. Bin jetzt in Bullenhausen, bin gerade an dem Haus von Nadine und von Herrn O. vorbeigefahren. Also Frau Amstrad-Esel-Geschichte. Ich wünsche dir alles Gute, Nadine. Nachdem ich das E-Bike ein halbes Jahr etwa hatte, ungefähr 4000 Kilometer, bin ich doch entschlossen, mal einen zweiten Akku mir zuzulegen. Ja, es sollte auf jeden Fall ein kleiner sein, 500er Akku. Reicht völlig aus für mich. Das hat einen Vorteil auch, dass ich tagsüber, also für meine Alltagstouren, nicht so viel schleppen muss. Und auf Tour reichen mir diese 1125 Wattstunden auch völlig aus. Ja, hier ist eine nette Hütte. Ich kann Ei essen. Ja, da habe ich mir bei eBay Kleinanzeigen einen kleinen Akku gekauft, den 500er. Der hatte etwas rote Farbe an den Anschlüssen. Aber er funktioniert einwandfrei. Naja, dadurch, dass er eine kleinere Bauform hat, braucht er einen Adapter. Da gibt es ja Verlängerungen. Zeige ich mal kurz. Hier haben wir den 625er Akku, hier den 500er. Und man sieht, dass er ein paar Zentimeter kleiner ist. Passt also nicht rein. Daher muss man den verlängern. Da gibt es den Adapter, der kostet um die 30 Euro. So, ich habe da mal was vorbereitet. So sieht das dann aus mit der Verlängerung. Was muss man tun, um die anzubringen? Dazu wird auf der gegenüberliegenden Seite, wo die Anschlüsse sind, hier sieht man nochmal die rote Farbe, diese Platte abgeschraubt mit diesen beiden Sternschrauben, wie auch immer die sich nennen. Dann wird der Adapter hier aufgeschraubt mittels dieser 6 Schrauben und dann kommt die Platte hier einfach wieder oben drauf. Ganz einfach. Wiegt ungefähr 800 Gramm weniger als der. Ja, für den Akku habe ich 300 Euro bezahlt und das war völlig in Ordnung. Der funktionierte super. Ich bin damit etwa, ich schätze mal, 8.000 oder 10.000 Kilometer auch schon gefahren. Jetzt bin ich doch wieder auf dem Ilmenau-Radweg. Ich behandle meine Akkus eigentlich sehr pfleglich.
Ich versuche immer, die nicht völlig leer zu fahren und nicht voll aufzuladen, wenn es geht. Ich denke nicht immer dran. Und ich lasse das Rad auch kaum länger als eine Stunde mal draußen stehen in der Kälte. Und den großen Akku, den benutze ich im Winter ja kaum, weil ich kaum längere Touren mache. Da lagere ich ihn bei etwa 30-50% Akkuladung. Dem geht's gut. Wobei ich einmal auf meiner Tour von Hamburg nach Tübingen den Akku in so eine Ladebox gelegt habe im Hochsommer und die stand voll in der Sonne. Die Ladebox 2 genommen und hier ist es richtig heiß hier drin. Ich hoffe, dass der Akku dadurch keinen Schaden nimmt. Ich schätze mal, in der Box waren es bestimmt 60-70 Grad. Das sollte man nicht tun und auch nicht dabei laden. Er hat auch kaum noch nachgeladen, hat irgendwie die Elektronik, glaube ich, auch abgeschaltet. Ja, soweit so gut. Land der freundlichen Menschen. Klingeln hilft ja manchmal. Meckern aber auch, wie gerade gesagt. Es ist Ostersonntag, die Leute sind gut drauf. Super. So, Brücke gesperrt. Mal schauen, wie es weitergeht. Ah, es gibt eine Hilfsbrücke. Und dann gingen irgendwann die Probleme los. Letztes Jahr auf meiner Tour, Bodensee-Königssee-Radweg und Alpe Adria. Ja, schaltet sich der Akku dann einfach, der kleine Akku, bei 12% aus. Ohne Vorwarnung. Schlagartig war die Power weg. Oh, jetzt ist komplett weg. Obwohl er noch 12, 13 anzeigt. Ist ja krass. Aber mein Akku hat nur noch 14% Kapazität. Und schlagartig hat die Leistung nachgelassen. Und im Winter hatte ich das jetzt, dass er bei 27% ausschaltet. Ich bin abends vom Büro nach Hause gefahren. Plötzlich war alles aus, sogar das Licht. Das kann echt gefährlich werden. Dann ging er immer wieder an und wieder aus. Ich habe ihn dann komplett abgeschaltet, bin dann manuell nach Hause. Ja, dunkel, ohne Licht, nicht gut. Ja, und dann dachte ich, jetzt muss ich mal handeln. Und habe mich mal wieder bei eBay Kleinanzeigen umgeschaut. Ich bin inzwischen in Winzen an der Luhe. Mal gucken, ob es hier die Ladestation gibt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo die Ladestation war. Ich suche sie jetzt aber auch nicht. Brauche sie ja eh nicht. Ja, eine Ladestation habe ich jetzt nicht mehr gefunden. Wahrscheinlich haben sie die abgebaut. Also ich meine, die Stelle gefunden zu haben. Aber für eine Stadt lohnt sich das halt nicht, wenn die tatsächlich auch nicht genutzt wird. Die Stadt muss ja auch irgendeinen Mehrwert davon haben. Also wenn jetzt zum Beispiel Touristen kommen, würde das Sinn machen. Also habe ich schon Verständnis, wenn die da nur rumsteht und einmal im Jahr vielleicht jemand vorbeikommt, auflädt. Macht das auch keinen Sinn, so eine Station aufrechtzuerhalten und zu unterhalten. Kostet ja auch eine Menge Geld, muss ja gepflegt werden. Um auf meinen Akku zurückzukommen. Ja, ich hatte einen gefunden im Internet, waren auch Bilder dabei, sah sehr super aus, auch von der Oberfläche her. Man konnte die Seriennummer erkennen und daraus konnte ich dann schließen, dass der Akku Ende 2021 produziert wurde. Also die erste Ziffer steht ja für das Jahr und die beiden nachfolgenden Ziffern stehen für den Produktionsmonat. Da gibt es eine Tabelle im Internet, kann man nachschauen. Einfach mal nach PowerTube, Bosch, PowerTube, Herstellerdatum googeln, findet man das. Naja, ich habe dann relativ schnell Vertrauen auch aufgebaut zu dem Verkäufer. Wir haben uns ein paar Mal hin und her geschrieben und das war einfach Privatmann, der seinen privaten Akku da verkaufen wollte. Ja, ich habe ihn dann auch bestellt, er kam dann relativ zügig und sah top aus. Da stellte sich natürlich mir die Frage, was mit diesem alten Akku war. Am Bosch kann man ja selber nicht erkennen, wie viele Ladezyklen der Akku hinter sich hat. Bei Yamaha ist das anders. Pat E-Bike hat ja mal ein Video gemacht, wie man herausfinden kann, wie viele Ladezyklen ungefähr der Akku, der Yamaha-Akku, schon erlitten hat. Wir gucken uns an, wie viele Ladezyklen ich mit denen schon hinter mich gebracht habe. Mein Motto ist eigentlich: Fahren, laden, vergessen. Dann werfen wir doch jetzt mal einen Blick auf die verschiedenen Ladezyklen beider Akkus. Das ist beim Bosch anders. Da kann man das selber nicht rausfinden. Deswegen habe ich mich entschlossen, den alten Akku mal durchtesten zu lassen. Also einen Kapazitätstest von einem Bosch-Service durchführen zu lassen. Ich war mit meinem E-Bike eh zur Inspektion und fragte, ob sie das mitmachen können. Nö. Ich weiß nicht. Ich meine, gibt es da spezielle Geräte wieder für? Ja, jedenfalls bin ich dann zu einem anderen Fahrradhändler, bei mir gleich um die Ecke, und habe den Akku da abgegeben.
So, mach noch mal kurz eine Pause. Was liegt denn hier? Sehr süß. Steinchen. Osterhasen drauf. Ja, ich hatte dann ein paar Fahrradläden angeschrieben, was das denn kostet, so eine Kapazitätsmessung zu machen. Da haben ja 4 oder 5 sogar geantwortet und kostete bei den meisten nur 29,90 Euro oder 95. Nur einer war teurer mit 34,90 Euro, DOC. Oh, eine Rennradtruppe. Ja, und einer war bei mir gleich um die Ecke und da habe ich den dann abgegeben. Nach ein paar Tagen hat er mir eine SMS geschrieben, ich solle mal vorbeikommen. Er brauchte mein Fahrrad, weil die wohl kein E-Bike hatten, wo sie das ganze System mal durchmessen können. Also bin ich hin, na, dann hat er meinen neuen gebrauchten Akku da behalten aus Versehen, obwohl er diesen Adapter umbauen musste und hat ihn wieder an den gleichen Akku gebaut. Also, ich dachte, naja, lass ihn mal prüfen, wenn ich wieder einen abholen muss, dann schenkt er mir dann den Test dann. So war es dann auch. Ja, ich bin dann nach ein paar Tagen, habe ich den dann abgeholt, habe den alten Akku vorbeigebracht. Also ein bisschen kompliziert. Jedenfalls hatte ich den letztendlich dann abgeholt und er meinte, den Akku können Sie vergessen. So wie, ja, der hat den Ladevorgang wohl abgebrochen, der sollte 5 Stunden dauern, aber nach 3,5 Stunden war wohl Schluss. So, und statt ursprünglich 500 Amperestunden oder Wattstunden hatte er jetzt nur noch 320 etwa angezeigt. Ich blende das mal ein. Ja, er meinte, der Akku sei manipuliert worden, also das hat das System wohl rausgefunden. Aber er sei nicht geklaut. Wenn er geklaut gewesen wäre, hätten sie ihn auch einbehalten. Er hat mir dann auch einen Tipp gegeben, ich soll nicht verkaufen. Das werde ich auch nicht machen, ich kann nicht einen manipulierten Akku verkaufen. Dann ist uns in der Werkstatt auch noch aufgefallen, dass der Aufkleber mit der Seriennummer gar nicht drauf war. Allerdings stimmt die Seriennummer, die mir am Nüren angezeigt wird, mit der Seriennummer überein, die auf dem Testbericht stand, die mir damals der Verkäufer mitgeschickt hatte. Damals hatte der Akku irgendwie offiziell noch 95% Kapazität. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich nehme an, dass er da die Zellen irgendwie getauscht hat und den dann nochmal zur Prüfung gegeben hat. Man weiß es nicht. Der Werkstattmitarbeiter hat wohl gerade auch eine Bosch-Schule gehabt. Er meinte, wenn ein Akku mal runterfällt, soll man nicht zögern und ihn sofort zur Werkstatt bringen. Weil das kann nämlich sein, dass es dann zu Beschädigungen an diesen Zellen kommt. Ich habe hier auch solche Zellen, die ich hier für meine E-Zigarette benutze. Das sind genau dieselben Zellen oder die gleichen mit dem Formfaktor. Das sind die 18650er. Da sind ja 8000 Stück etwa, 5 bis 8000 Stück auch in Teslas verbaut oder in Elektroautos. Ja, in der Werkstatt kommt dann der potenziell gefährliche Akku in so einen Eckschrank oder Eckschutzschrank. Explosionsgeschützten Schrank sozusagen. Und der soll da erstmal 14 Tage liegen bleiben. Und wenn dann nichts passiert, dann kriegt man den auch wieder. Ja, wie geht's beim Originalakku? Also dem 625er, der mir 2020, im Juni 2020 mit dem E-Bike ausgeliefert wurde. Ja, ich habe mal auf die Seriennummer geguckt. Der wurde produziert im November 2019. Ist jetzt 3,5 Jahre etwa alt. Und ich schätze mal, dass ich etwa 6.000 bis 8.000 Kilometer damit gefahren bin. Ich stelle keinen Kapazitätsschwund fest, aber ich habe auch keine Daten und ich messe das auch nicht. Ich kann dir nachher mal zeigen, ich habe jetzt 41% Restakku, bin im Tourmodus hier 52 Kilometer gefahren. Wir haben um die 12, 13, 14, vielleicht 15 Grad. Ja, ich denke mal, ist alles noch im grünen Bereich. Ich sehe da jetzt keinen Anlass, 30 Euro auszugeben, um den auch einmal durchtesten zu lassen. Das ist aber ordentlicher Gegenwind jetzt. Ja, der Akku hat doch noch etwas gelitten. Ja, es gibt doch viel Gegenwind und ein paar Steigungen waren auch dabei. Ich bin gleich da. Bin jedenfalls schon in Lüneburg. So, ich bin jetzt gleich da. Bei der Gelegenheit möchte ich mich noch ganz herzlich bei euch bedanken für die lieben vielen Kommentare. Das ist einfach Wahnsinn. Ich kann es nicht fassen.
Wir sind jetzt gut angekommen. Ich war ungefähr 3,5 Stunden unterwegs. Freie Fahrzeit zeigte mir an 3 Stunden 10 Minuten. Ja, ich habe nur noch 18% Akku. Ist doch nicht mehr so viel. Bei 68 Kilometer. Vielleicht soll ich mal doch den durchmessen lassen. Aber ich denke, das passt schon soweit. So, die warten schon auf mich. Ich habe lecker Fischfeinkostsalate dabei. Halt, dann nicht abschalten. Ich komme noch was. Ja, ich fahre jetzt noch zurück. Es ist jetzt 19 Uhr und ich fahre die gleiche Strecke wieder zurück oder nahezu die gleiche Strecke. Dann bin ich mal gespannt, ob ich auch mit 18% Restreichweite ankomme. Es ist jetzt windstill und die Steigungen sind etwas geringer. Ja, ich werde wahrscheinlich so um 22 Uhr zu Hause ankommen und dann schauen wir noch mal auf den Tacho. Hin- und Rückfahrt haben sich streckenmäßig kaum unterschieden. Ich bin nahezu die gleiche Strecke wieder zurückgefahren. Auch wenn das Höhenprofil in der Grafik dramatisch unterschiedlich aussieht, geht es hier nur um wenige Höhenmeter Differenz zwischen Hin- und Rückweg. Wesentlicher Faktor war der Wind. Kurzer Zwischenbericht, ich habe jetzt die Hälfte etwa geschafft, das sind 36 Kilometer und ich habe noch über 70% Akku. Wie viel hat er? 77% Akku noch. Also der Wind macht eine Menge aus. Nur so viel. Genau, es ist 20.06 Uhr. Ja, 1,5 Stunden brauche ich noch. Ja, ich bin gerade angekommen. Habe etwas mehr als 3 Stunden gebraucht. 3 Stunden oder 5 Minuten und so. Ja, erstaunlicherweise habe ich noch 53% Akku. Vorhin waren es 18%, obwohl ich die gleiche Strecke gefahren bin. Rückenwind, ja gut, die Steigung war jetzt nicht so extrem, aber schon interessant, ne? Also ich mache jetzt Schluss. Tschüss.